Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute lädt uns Blue Sucho in sein Zoo, Blues Saurier Zoo ein. Dort erwarten uns, wie der Name schon sagt, einige coole und gefährliche Urzeitwesen. Ist auf jeden Fall mal eine sehr coole Idee und mal was ganz anderes als ein Zoo, nur mit Tieren. Und viel mehr Infos habe ich auch gar nicht, deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt in Blues Saurier Zoo. Und schon sind wir da und werden direkt begrüßt von einem coolen Dinosaurier. Ich weiß gar nicht, was das für einer sein soll. Sieht auf jeden Fall nach einem Hadrosaurier aus. Und ein sehr cooler Torbogen. Sieht wirklich nice aus mit den verschiedenen Steinen in den verschiedenen Farben. Coole Idee. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Da kommt gleich so ein bisschen Urzeitfeeling auf. Ein Heißluftballon. Der ist, glaube ich, aus dem Workshop. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass diese Skelette und Dino-Skulpturen aus dem Workshop sind. Kann aber auch einiges selber gebaut sein, das weiß ich nicht. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, Sucho. Sieht auf jeden Fall cool aus. Also gefällt mir. Cooler Wasserfall. Dann hier vorne das T-Rex-Skelett und das Pteranodon-Skelett. Das Einzige, was hier auffällt, ist halt, dass du oft den gleichen Felsen verwendet hast. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. Das geht noch. Ich weiß auf jeden Fall schon von Discord, weil er das einige Male auch übertragen, als Bildschirmübertragung, wie er gebaut hat. Und nach Hilfe gefragt. Ich weiß, dass Sucho sehr, sehr faul ist, was Felsarbeit angeht. Deswegen werden wir da noch sehr viele gleiche Felsen zu Gesicht bekommen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich sehe auf jeden Fall schon sehr viele Dino-Skelette. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Erstmal kaufen wir uns jetzt ein Ticket. Gib uns ein Ticket. Nicht so der passende Laden für einen Ticketstand, muss man sagen. Du hast einen Milchshake-Laden für einen Ticketladen genommen. Und auch das Häuschen hier ist nicht wirklich interessant. Das ist einfach nur ein Kasten. Das kann man schon noch ein bisschen mehr ausschmücken, so ein paar Balken oder sowas. Dann sieht das noch sehr viel nicer aus. Hier haben wir auch nochmal ein... Das ist ein Moser. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Sieht auf jeden Fall nach einem... im Wasser lebenden Dinosaurier aus. Oder Wassersaurier. Dinosaurier heißt es dann ja gar nicht. Steph Only. Okay, ich hoffe, ich habe hier nichts verpasst. Und ich gehe jetzt einfach mal... Eigentlich will ich lieber rechts lang gehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, links ist der richtige Weg. Aber rechts sind diese coolen Sauropoden. Wir gehen mal links. Oh, hier haben wir schon direkt die ersten Tiere. Oh, das dürften nicht Okapis sein. Wie heißen denn die anderen nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Irgendwas mit Nyala, ne? Waren das Nyalas? Ja, ich glaube, das sind Nyalas. Okay. Mit einem Stegosaurus drin. Das sieht ja cool aus, das Skelett. Und da schläft ein kleines Nyala-Baby. Oh, was für hübsche Tiere. Finde ich cool mit diesen ganzen Dino-Skeletten. Das Gehege ist an sich auch nicht schlecht gestaltet. Hier sieht man das, was ich vorhin meinte mit den Felsen. Also da kann man wirklich lieber so eine Gruppe von Felsen zusammenfassen und dann die Klippe so ein bisschen mehr gestalten. Das ist gar nicht so viel mehr Arbeit. Das geht auch relativ schnell. Aber ansonsten ist das schon nicht schlecht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lebendig. Sehr viel Deko hier. Das hier sieht ein bisschen unrealistisch ausplatziert. Also meistens macht man das so, dass es hier irgendwo oben drauf liegt. Wenn man hier noch einen Stein oder so hinmacht. Ich finde die Idee aber cool mit den Dinos. Oh, das sind Pteranodons. Das ist ja cool. Mit diesem Heißluftballon im Hintergrund. Jetzt die Frage, was passiert, wenn so ein Pteranodon hier reinfliegt? In den Heißluftballon. Das wäre, glaube ich, nicht so cool. Oh, das ist auch sehr cool hier gemacht mit den Baumstämmen. Und hier hast du auch deine eigene Barriere gebaut. Sowas finde ich immer toll. Auch, dass du es hier so ein bisschen ungleichmäßig gemacht hast, finde ich gar nicht so schlimm. Es kann ruhig, gerade wenn es dieser afrikanische Holzstil ist, so ein bisschen rustikal aussehen. Ah, hier haben wir Okapis. Oh, das ist ja ein interessanter Unterstand da hinten. Schönes Gewässer, wo die planschen können. Also es ist noch relativ viel mit diesen normalen Barrieren gearbeitet. Bin ich ja nicht so der Fan von.
Aber ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Ist halt alles sehr zeitaufwendig, wenn man alles selber mit eigenen Barrieren absteckt oder mit Felsen. Das sieht mega cool aus. Zählt das denn als richtiger Unterstand? Weil hier sind so viele Lücken drin. Weil eigentlich würde da ja es eigentlich durchregnen, oder? Aber ist ja auch halb so wild. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Gefällt mir. Oh, hier hast du wieder dieses Ding platziert. Diesmal noch unrealistischer. Also da musst du ein bisschen drauf achten, dass du es zumindest so hin platzierst, dass es so aussieht, als wenn es Schwerkraft gibt. Ja, die Bäume sind teilweise so ein bisschen random platziert. Also ich würde so ein paar Büsche immer um die Stämme und so herum machen. Ich mache es zum Beispiel immer so, dass ich meistens so ein bisschen ein paar Bepflanzungsgruppen mache. Dass da mal in der einen Ecke so ein bisschen mehr wächst und dann wieder gar nichts. Dann an der anderen Ecke wieder so ein paar Bäume und Büsche. Ist, glaube ich, so ein bisschen realistischer, aber ich weiß es auch nicht genau. Aber hier sieht das so ein bisschen random aus, wie du die Sachen platziert hast. Ich glaube, so würde das nicht wachsen in echt. Sieht irgendwie seltsam aus. Und jetzt geht's hier weiter. Das ist, glaube ich, ein gefertiges Gebäude von Planet Zoo. Oh, hier hast du die Bordsteine sogar mal abgesteckt. Und hier sind wieder... Ja, der Dinosaurier, wo ich nicht weiß, welcher es ist. Das ist auch cool gemacht hier mit den Aufstützdinger. Aber müssen die nicht eigentlich tiefer sein? Frage ich mich gerade. Warte mal. Müsste das nicht eigentlich... eher so sein? Ich glaube, so ist das eher gedacht, oder? Sieht auf jeden Fall für mich realistischer aus. Kann aber auch falsch sein, was ich hier mache. Aber das ist irgendwie komisch hier mit diesen Stützen. Also ich glaube, ich hätte noch ein bisschen mehr in den Boden versenken müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es aus dem Workshop passt und das wahrscheinlich von oben nicht richtig gesehen hast. Oha. Okay, das ist ja cool. Das ist wahrscheinlich ein Deinosuchus, Sarkosuchus oder so. Und hier haben wir wieder irgendeinen Hadrosaurier. Ist halt immer schwer zu sagen, welcher es sein soll. Oh, die hast du, glaube ich, sogar selber gebaut. Das ist ja krass, dass du wirklich diese Skulpturen selbst gebaut hast. Mega. Ja, jeder hat so seine eigenen Sachen, die er Zeit rein investiert. Du hast nicht so viel auf Klippenarbeit geachtet und auf Bepflanzung. Dafür dann mehr auf solche Tiere. Weil die sehen richtig gut aus, also mega nice. Das ist auch gut so, jeder hat so seinen eigenen Stil. Und das gefällt mir echt richtig gut. Ist auch cool platziert hier am Weg. Geht es denn hier lang? Ist das noch... Okay, das ist Mitarbeiter hier. Oder? Ja, ist es. Aber hier gibt es trotzdem noch was zu sehen. Ja, frag mich nicht, was das alles ist hier an Dinosauriern. Es könnten Koritos sein. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Das ist schon nice. Hier im Hintergrund wieder ein riesiger Sauropode. Hier sind dann noch Toiletten. Und dann geht's weiter. Oh, hier hast du das sehr schön gemacht mit der Barriere. Das ist cool, das gefällt mir. Vom Glas her ist es leider ein bisschen niedrig. Für Erwachsene ist es schwer, da hinten hinzugucken. Ich glaube, da sind Komodo-Warane drin. Und ein Triceratops. Yay, den gibt's auch. Nice. Ein Triceratops-Skelett haben wir hier im Hintergrund, den Komodo-Varan. Das ist echt cool mit den Dinos. Ja, hier die Felsen. Da haben wir es wieder. Ist auch fast immer der gleiche Felsen. Hier schwebt er auch so ein bisschen. Aber das sind eigentlich auch Sachen, die man nicht sieht, ne? Also wenn ich hier nicht reingehen würde, würde ich es halt gar nicht zu Gesicht bekommen. Vielleicht hast du deswegen da auch nicht so viel Zeit und Arbeit investiert. Aber du weißt ja, ne? Ich schaue mir mal alles an. Auch in den Gehegen. Ein schöner Wasserfall. Weiter geht's. Ah, da sind nochmal die Pteranodons. Sehr cool. Oh, was haben wir denn hier? Sieht man gar nicht. Ich kann da gar nicht rein. Gemein. Ich hoffe, wir kriegen die gleich noch zu Gesicht. Ich glaube, das sind Spinos. Was ist das hier? Ich glaube, das sieht... Nee, das ist wieder Mitarbeiter, oder? Nee, ist es nicht. Okay. Dann ist der Weg ein bisschen sehr uneben hier. Also hätte ich nur ein bisschen übergeglättet, den Boden. Aber ich will mal die Spinos sehen. Nasenbären, beziehungsweise Ameisenbären sind es.
Was ist eigentlich der Unterschied? Also jetzt zwischen Nasenbären und Ameisenbären, meine ich. Da kommt er gerade aus dem Wasser. So, gucken wir uns das mal von oben an, dann sehen wir es auch. Hier haben wir die Pteranodons und dann hier die Spinos. Sieht schon beeindruckend aus. Allgemein das Gewässer hier, auch mit dem Felsen da im Hintergrund. Das ist schon sehr cool. Der Spino hier ist auch sehr gut platziert. Vielleicht noch so ein bisschen Nebel oder so hier hin. Hätte ich mir gut vorstellen können. Hier so, haben wir sogar noch mehr. Ist das ein Quetzal Coatlus? Ich glaube, das ist ein Quetzal. Könnte sein. Das hier könnte auch ein Quetzal sein und gar kein Pteranodon-Skelett. Ich bin mir da unsicher. Ist halt immer echt schwer einzuschätzen. Oh, dieser T-Rex-Kopf sieht ja auch richtig cool aus. Oh mein Gott. Der ist ja richtig detailliert. Auch sehr gut platziert hier auf dem Felsen. Hier hast du auch häufig die gleichen Felsen benutzt. Aber das sieht an der Stelle gar nicht so schlecht aus. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich habe übrigens gerade von oben gesehen, dass es hier hinten noch weitergeht. Also es ist hier gar nicht nur Mitarbeiter. Hier geht es nämlich noch um die Ecke. Hätte es vielleicht ausschildern sollen, weil das sah so ein bisschen so aus. Ein bisschen irreführend hier. Auch das hier ist nicht ganz so sauber mit der Ecke hier drin. Von den Wegen her. Das hätte man, ich glaube, lieber so gerade durchziehen sollen. Oh, was haben wir denn da? Riesiger Adler oder so. Oder ein Griffin, ich weiß es nicht. Und da oben ist, glaube ich, ein Pelikan. Zumindest so aus. Ja, wo ist er jetzt hin? Warte mal. Soll ich den dann... Ach, der sitzt hier oben drauf. Ich dachte, der ist irgendwo in der Entfernung. Lol. Ich war gerade voll verwirrt. Ich dachte, der müsste irgendwo hier sein. Ich dachte, das wäre so eine große Statue. Ich glaube, das hier ist ein Pelikan. Wie cool. Da sitzen sie. Oh, das ist ganz cool gemacht, das Gehege. Da hast du dir richtig Mühe gegeben mit den Felsen. Hast du sogar die neuen Felsen hier benutzt. Aus dem Aquatic DLC. Was für Tiere sind denn hier? Ich sehe leider die Tierchen nicht. Ach, die schwimmen da, oder was? Das sind Otter! Oh, wie cool! Du hast hier tatsächlich Otter gemacht. Da schwimmen sie und tauchen sie. Das ist ja nice. Das funktioniert auch richtig gut hier. Sieht echt cool aus. Du hast hier auch die neue Bepflanzung benutzt. Auch nicht schlecht. Da ist sogar der neue Wasserfall. Gibt es hier denn auch noch irgendwie Underwater Viewing oder so? Weil die sind ja sehr viel am Tauchen. Das seht ihr ja hier unten, wie sie sich wohlfühlen. Aber leider kann man die dadurch halt ein bisschen schlecht sehen. Ist dann immer ganz cool, wenn man so eine Unterwassergalerie hat. Hier ist auch noch ein Krokodil bei den Ottern. Das ist ja gemein. Und das wird überwacht von diesem riesigen Vogel. Dann geht's hier weiter. Ah, das habe ich auch schon gesehen in Discord. Das ist das Pinguingehege. Und das ist Nessie. Nee, das ist wahrscheinlich ein... Wie heißen die denn noch? Liopleurodon, ne? Heißen die, glaube ich. Ah, ich mag immer diesen Sicht durch das Glas nicht bei Planet Zoo, ne? Allgemein, auch unter Wasser ist es sogar noch schlimmer. Weil irgendwie geht da immer sehr viel Sicht halt verloren, dadurch, dass man, dass das so milchig ist, so ein bisschen. Oder so dreckig gefühlt. Das sind aber hier diese neuen Barrieren. Die finde ich allgemein sehr schön, muss ich sagen. Hier mit diesen Stützen, das ist schon cool. Oh, guck mal. Hier haben wir auch neue Tiere. Seehunde. Ich glaube, dann habe ich gar nicht das Gehege gesehen. Ich habe nur das Pinguingehege gesehen bei dir. Ah, habe ich es gerade verwechselt? Das sieht aber cool aus. Aber die Sicht durch das Glas ist nicht so nice. Also ich hätte mir gewünscht, dass hier das Glas weg ist und man einfach nur hier übers Geländer da reinguckt. Das wäre cool. Aber wir schauen gleich nochmal von oben. So ein bisschen Underwater-Viewing hat man hier. Aber hier sieht man es nochmal besonders gut, wie schlecht hier die Sicht durch das Glas ist. Hier nochmal ein Wasserfall. Es dürfte aber auch der fertige sein, der schon so vorgeschlagen wurde. Und Planet Zoo. Und hier haben wir sogar mal Underwater Viewing.
Das hier sind nämlich die Pinguine. Geh mal direkt rein. Dann haben wir auch eine bessere Sicht. Oh, die schwimmen ja richtig cool lang. Das ist cool. Es geht hier voll weiter. Du hast ja alle Tiere untergebracht. Von dem neuen Arctic Pack. Sieht hier teilweise noch ein bisschen kahl aus. Ich glaube, das ist auch so ein fertiges Deko-Teil gewesen. Aber abgeändert. Ich glaube, die Krokodile gehören da nicht rein. Wahrscheinlich dazu gepasst. Gepackt. Auch ein interessantes Gehege, ne? Cool mit diesen fliegenden Blättern. Ein schönes Indoor-Gehege hast gebaut. Oben auch Scheiben drin für natürliches Licht. Und hier hinten so eine richtig coole Oase. Mit mega tiefem Wasser, so wie es aussieht, damit die auch schwimmen. Aber wo sind die denn? Halt sehr dicht bepflanzt hier. Oder haben wir hier noch einen Außenbereich? Ach, die haben hier noch einen Außenbereich. Oha, okay. Dann werden die da wahrscheinlich sein. Na, coole Idee mit so einem Indoor-Haus. Mega riesige Wände. Da fühlt man sich auch so ein bisschen erschlagen. Also ich glaube, das muss man ein bisschen angenehmer für den Besucher gestalten, wenn man so hohe Barrieren baut. Ich finde das so schade, dass die Sicht durch das Glas so schlecht ist. Ich hoffe, da kommt nochmal ein Fix, dass es ein bisschen besser gemacht wird. Hier ist der Außenbereich von den Kaimanen. Auch sehr dicht bepflanzt. Also schwer, die zu Gesicht zu bekommen, weil die sind ja schon sehr klein. Mit etwas Glück kann man sie aber dann sehen. Das ist dann auch wieder ein Dinosaurier. Ja, ich würde mir ja echt ein paar mehr Viewing Areas wünschen für die Besucher. Ist echt schwer, die Tiere zu sehen. Ich glaube, die Barriere hätte ich auch noch einen Ticken höher gemacht. Ist auf einer nicht so angenehmen Höhe. So ein bisschen dieser Balken im Weg. Für die Sicht. Dann geht's hier hoch. Wie geht's denn hier hin? Oh Gott, ist das ein Umweg. Ah, hier kann man dann nochmal von oben reinschauen. Da chillen die ganzen Pinguine. Wie nice. Oh, was sind das denn? Sind das hier auch Urzeitwesen? Das ist ja interessant. Wir schauen jetzt nochmal von oben, würde ich sagen. Also, das hier war das Ottergehege. Sieht ja schon mal sehr cool aus. Hätte ich mir natürlich auch noch Underwater Viewing gewünscht, gerade weil die so viel tauchen. Genauso wie hier. Also ein paar mehr Viewing Spots wären echt angenehm. Aber die Gehegegestaltung an sich ist schon sehr gut. Und hier hast du das auch sehr gut mit den Felsen gemacht. Das sind nämlich einfach diese fertigen Felsen, die es schon als Bauplan gibt. Ich glaube vom neuen DLC oder Update da. Und die hast du einfach verwendet und dann ineinander platziert. Das sieht schon viel, viel besser aus. Das hier dürfte, glaube ich, auch das Fertige sein. Fertige Leuchtturm habe ich ja auch verwendet bei mir. Finde ich aber auch nicht schlecht. Ich finde das cool mit dem Pteranodons, die du hier platziert hast. Sieht nice aus. Hier auch nochmal ein schöner Steg. Das Teil hättest du, glaube ich, gar nicht so verstecken brauchen. Hättest du ruhig hier vorne irgendwo hin machen können, damit die Besucher das auch mitbekommen. Hier haben wir natürlich auch nochmal den Diopleurodon. Ist es, glaube ich. Ich hoffe es. Wenn ich irgendwas Falsches sage, seid mir da nicht böse. Und hier tauchen die Tierchen. Gut, unter Wasser hast du jetzt auch nicht gestaltet. Aber dadurch, dass du kein Underwater Viewing hast, ist es ja auch halb so wild. Dann ist es auch nicht so schlimm, dass die Stützen zum Beispiel nicht zum Boden gehen. Das hier ist dann das Pinguingehege. Sieht auch schon sehr cool aus. Also das mit den Felsen gefällt mir viel, viel besser. Hier ist auch wieder irgendwelche Urzeittiere, die ich nicht kenne. Das ist so cool mit so vielen Pinguinen. Ich liebe Pinguine. Richtig nice. Sieht schon cool aus hier mit der Eisscholle. Gefällt mir. Aber hier fehlt auch so ein bisschen mehr Viewing-Spots. Vielleicht hier hinten nochmal so einen Weg lang schlängeln, wo man von da oben gucken kann. Das wäre schon cool. Und dann hatten wir natürlich auch noch das Kaiman-Gehege. Auch sehr cool. Und als nächstes machen wir mal den Abstecher über diesen holprigen Weg. Was ist das denn hier eigentlich? Aus Mitarbeiter, okay. Ist einfach so ein bisschen eingebaut.
Oh, hier haben wir Faun. Können die hier hoch? So ein bisschen klettern. Sieht interessant aus hier, der Weg nach oben. Ja, hier im Hintergrund hättest du auch ruhig die Barriere höher ziehen können. Dass man da nicht diese freie Fläche so sieht. Auch wenn das eigentlich eine schöne Landschaft ist, muss man sagen. Oh, guck mal hier. Das ist einer von diesen, wie heißt der denn, von dem Rotblatt-Laubfrosch? Irgendwie sowas. Von dem Südamerika-Pack war der. Gorillas? Aber wo? Oha. Uns auch wieder ein Dino an. Oh, das ist ja cool. Hier ist die Sicht richtig gut von hier oben. Hier unten Elefanten. Im Hintergrund ein Sauropode. Ich finde ja, Sauropoden und Elefanten passen eh gut zusammen. Waren halt damals die größten. Mittlerweile sind es Elefanten. Hier auch nochmal so ein bisschen Dinosaurier-Skelett. Gefällt mir ganz gut. Aber hier sieht man wieder das mit den Felsen, dass du oft die gleichen Felsen verwendet hast. Und irgendwo hier auf der linken sollen ja auch noch Gorilla sein. War schwer, die zu sehen, glaube ich. Wohl, da sind sie. Ah, wie cool. Auch wieder sehr dicht bewaldet. Aber ist auch irgendwie spannend, ne, wenn das so dicht bewachsen ist. Wenn man dann wirklich Ausschau halten muss nach den Tieren und sie dann entdeckt. Hast hier immer nur so ein paar Lücken gelassen, wo man durchschauen kann. Oh, hier haben wir eine Dinosaurier-Szene. Parasaurolophus, Edmontus oder so. Und da hinten ist Rexy. Oh, schreit die an. Die Herde. Das ist schon cool. Schade, dass es keine Dino-Mods oder so gibt für Planet Zoo. Aber wir kriegen ja bald Prehistoric Kingdom. Man bekommt echt Lust drauf, wenn man das so sieht. Was ist das denn hier überhaupt? Achso, das ist einfach so ein bisschen Deko für so einen Baum. Wahrscheinlich aus dem Workshop. Zumindest so aus. Gehen wir mal weiter. Weil ich glaube, wir haben noch viel zu entdecken. Oh. Sind das hier Dings? Wie heißen die denn? Tapejara? Tapejara? Was hat mich da denn angeschrien? Das war ja richtig gruselig. Und wieder Sauropoden. Diplodocus. So wie es aussieht. Cool. Ah, das ist so schön. Das hier Mikroraptor? Oder einfach ein Raptor? Kann beides sein. Das ist wahrscheinlich ein Sinoceratops oder so. Kann aber auch was anderes sein. Wird immer schwer zu identifizieren. Das sind ja richtig viele Dinosaurier. Oh, der rennt weg. Okay, das gefällt mir richtig gut. Das ist ja auch gut platziert. Die haben alle so eine kleine Story. Der eine jagt, der andere frisst. Hier haben wir wieder eine Herde. Wahrscheinlich Gullies oder so. Cool. Oh, wie viele Dinos hier sind. Das finde ich mega nice. Frag mich ja, ob du die aus dem Workshop hast oder ob die selbst gebaut sind. Das ist schwer einzuschätzen. Aber ist auch egal. Ist auf jeden Fall sehr cool gemacht und eine coole Idee. Sehr innovativ. Hier haben wir auch nochmal so Pachis. Wir nochmal wieder einen anderen Top-CD. Und hier hinten wieder diese. Auch wieder am Fressen oder am Rumchillen. Nicht schlecht. Oh, mir fällt jetzt erst auf, was das hier sein soll. Das ist, glaube ich, ein Teresinosaurus. Hier sind nämlich diese langen Klauen. Der frisst da gerade. Also von mir aus hättest du sogar die Tiere komplett weglassen können. Und nur Dinos machen können. Hätte ich jetzt auch nicht verkehrt gefunden. Hier ist nochmal ein Afrika-Gehege, so ein bisschen Mischmasch. Das ist ein bisschen strange hier, wie die Giraffe da steht. Mit Flamingos. Sieht ja auch interessant hier aus. Mit den Seilen. Das ist, damit die nicht wegfliegen. Weil so ein kleines Stück können die ja immer fliegen, ne?
Aber hier würden die locker durchpassen, eigentlich. Kann man dann nochmal reinschauen von der anderen Seite. Natürlich hier wieder mit diesen Barrieren nicht ganz so schön. Und hier haben wir Schildkröten dieser Seite. Das ist cool gemacht hier. Man hat perfekte Sicht. Kann die gut beobachten. Oh, guck mal. Was ist das denn? Das ist ein kleines Warzenschwein. Oh, tatsächlich. Und das ist mega süß. Oh, hier haben wir wieder Dinos. Und sogar ein Uhu oder sowas. Oder eine Eule. Nice. Oh, hier wird auch wieder gejagt. Oh! Diese Dino-Szenen finde ich mega interessant. Das ist echt cool gemacht. Das ist auch sehr viel Wert, glaube ich, drauf gelegt. Hier sind auch nochmal Gullies. Oder Strutiomimus. Kann alles sein. Ja, die Wege sind sehr lang und teilweise so ein paar kahle Strecken. Das vielleicht nochmal ein bisschen anders planen können. Aber sowas fällt mir auch immer sehr schwer. Oh nein, ein toter Triceratops. Da, 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 da. Oh, ist das ein Baryonyx? Cool. Mit dem Nebel, das ist schon nice. Oh, und da ist der Moser. Oh, wie cool. Auch hier mit den Düsen. Sehr nice Idee. Der jagt da gerade Flugsaurier und schnappt. Hier hinten sind auch noch Nester. Oh, nice. Oh, das dürfte ein Uranus sein. Mit dem Buckel. Oh, das ist nochmal ein Spino. Cool. Nice. Da hinten ist auch noch wieder irgendwas. Eine riesige Wüste. Wieder ein Nest und kleine Raptoren. Oh, wie cool. Das sind Paririnos, oder? Legt der gerade ein Ei? Ich glaube schon. Irgendwie komisch aus. Und hier sind die am Eierklauen. Wie gemein. Also diese Dinosaurier-Stories gefallen mir richtig gut. Oh, hier wird gekämpft. Das ist so cool gemacht. Und hier kommt schon Verstärkung von hinten. Er ahnt noch nichts von seinem Unglück. Oha, habe ich jetzt was verpasst hier? Ne, ich glaube nicht. Das auch Eierdiebe? Passt so aus. So Oviraptoren oder so. Wobei, die haben ja, glaube ich, nur fälschlicherweise diesen Ruf bekommen. Da war ich gerade. Habe ich hier was verpasst? Nee. Das war das Moserbecken. Das heißt, wir können hier weitergehen. Haben wir nochmal so ein paar Steinskulpturen. Oha. Ah, okay. Ich glaube, das soll der Ausgang hier sein. Geht dann in einen riesigen Drachenkopf. Ja, cool. Das ist der Ausgang. Schauen wir nochmal ein paar Stellen von oben an. Also hier sieht man das nochmal mit den Felsen. Die hast du sehr oft die gleichen Felsen verwendet. Die Wüste hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Also meine Highlights waren definitiv diese nachgestellten Dinosaurier-Szenen. Die hast du wirklich super gemacht. Hier der Moser. Da hinten ihre Nester. Ah, das ist so cool. Ich habe zum Glück noch einen Dinosaurier zu Postfach. Da freue ich mich schon drauf. Dann hier unterirdisch noch. Auch noch ein Skelett. Oha. Okay. Hier sind auch noch Sachen teilweise beleuchtet. Wir können gleich nochmal kurz bei Nacht gucken. Das war schon cool. Hier dann der Sumpf mit den Baryonyxen. Überfliegt das mal ganz schnell, die Sachen, die wir noch nicht hatten. Hier waren wir ja von auch. Hier waren ja auch ganz viele Dino-Szenen. Hier was übersehen. Ich glaube, da haben wir wirklich ausgiebig geguckt. Und ansonsten, ja, hier haben wir auch alles gesehen. Hier war das Elefantengehege. Und den Rest hatten wir gerade schon von oben gecheckt. Also ich glaube, wir haben alles jetzt hier gesehen. Achso, Leute, ein kleiner Nachtrag noch. Ich habe nämlich eine Sache vergessen. Denn hier dieser schöne Wald, wo ich am Anfang nicht rechts abgebogen bin, mit den ganzen Sauropoden.
Den haben wir natürlich noch. Und es sieht so aus, als wenn hier ja Alus oder so jagen. Kann aber auch andere Theropoden sein. Wer weiß, wer weiß. Die machen Jagd auf Diplodocus oder so. Ist auf jeden Fall auch sehr atmosphärisch und sehr cool. Beleuchtungstechnisch hast du ja auch so ein paar Szenen angeleuchtet. Zum Beispiel die Kampfszene. Oder hier vorne der Moser auch. Das sieht schon cool aus. Hat was. Aber du hast wirklich nur so ein bisschen ein paar einzelne Sachen angeleuchtet, weil hier vorne ist alles dunkel. Und noch die Skelette. Sieht aber schon echt interessant aus. Und da hinten auch sogar noch ein bisschen. Hier das Ottergehege. Und auch das Kaimangehege. Und ja, Leute, das war Blues Saurier Zoo von Bluesucho. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Eine sehr coole Idee. Und die Dinosaurier-Szenen hast du wirklich richtig gut umgesetzt. Schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, wie euch der Zoo von Bluesucho gefallen hat. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, dann schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.